Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Pokémon Kolosseum. Und wer hätte gedacht, dass sich unter Pyritus eine weitere Stadt befindet? Wahrscheinlich nicht alle, aber es ist tatsächlich so. Und in genau dieser Stadt sehen wir uns jetzt mal um. Und man muss schon sagen, es sieht hier auf jeden Fall deutlich aufgeräumter aus und nicht so dreckig wie in Pyritus. Das ist, glaube ich, schon mal eindeutig. Und oh, was noch eindeutig ist, auf dem Shop ist noch ein Mann, den wir mal, besuchen sollten? Was hat der Opa da für Zuckungen? Alles okay? Hektik, Ketze, Eile, wow! Das ist alles zu viel für ihn. Ich meine, gut, wir haben mit dem letzten Part doch kurz geredet, oder? Aber dass da so abgeht? Ich denke, der Typ da neben mir, der so verdächtig einkauft, das ist bestimmt ein Spion. Psst, sieh ihn nicht so an, bevor er uns noch bemerkt. Der Typ da neben mir sieht mich schon die ganze Zeit komisch an. Findet er mich etwa toll oder was? Ja, so ähnlich. Wir hauen jetzt auf jeden Fall mal ab und gehen hier auf die Barrikaden bzw. aufs Dach. Madame Venus ist für Orkus, nein, für mich persönlich ist sie eine Göttin. Für Venus würde ich alles tun. Sie ist immer ganz nah und doch so weit entfernt. Ach, Schmacht. Oh, Venus! Alter. Das ist damals Stalker Nummer 2, würde ich sagen. Aber ich verstehe jetzt nicht, was die Alane finden. Ich meine, sie ist böse. Eindeutig. Sie handelt mit Krypto-Pokémon. Das kann doch nicht schön sein. Ich meine, gut, wahrscheinlich wissen die das nicht besser, aber naja. Momentchen mal, hier haben wir doch die Antenne. Und was sagte der eine Skater? Das Haus mit der Antenne, da müssen wir dieses Ersatzteil liefern. Die Antenne ist nicht kaputt, Venus muss ein Störsignal senden. Ja, immer diese böse Venus. Das Ersatzteil von Jean? Klasse, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Was, ihr seid Takeru und Cosma? Hey, das ist ja toll, los, kommt doch rein. Wir wurden anscheinend schon erwartet. Aber warum wissen alle, wer wir sind? Jeder weiß das. Das ist doch nicht normal. Chiyo, Bait, ihr werdet nicht glauben, wer uns besuchen kommt. Wer ist es denn? Fall aber nicht vor Schreck um, wenn du es hörst. Es sind Takeru und Cosma. Der Takeru, die Cosma. Nein, echt? Du lügst doch. Was? Ist das wahr? Takeru hier? Hehe, siehst du doch. Alter. Wir sind hier anscheinend richtige Berühmtheiten. Takeru, ihr seid im Kids Network die totalen Berühmtheiten. Hier in Orkus weiß jedes Kind, dass ihr die Helden seid, die gegen Team Krypto kämpfen. Alles klar. Jetzt wissen wir auch, warum wir hier so bekannt sind. Das ist ja wie im Traum, Takeru, Cosma, ich bin Chiyo. Über das Kids Network sind jetzt Kinder aus allen Städten miteinander verbunden. Also wissen alle Kids Bescheid. Ich bin Byte. Von Lenny aus Pyritus habe ich schon alles gehört. Takeru gibt Byte das Ersatzteil. Ah, das ist von Junk, oder? Mit diesem Ersatzteil können wir unser Netzwerk neu starten. Und damit wahrscheinlich die Störsignale umgehen. Die Venus hier anscheinend aussendet. Aber erstmal gucken wir uns noch die anderen Räumlichkeiten an. Bevor wir, ja, nichts finden und dann einfach wieder mal zurücklatschen. Super. Ihr müsst wissen, seit einiger Zeit können wir uns nicht mehr in das Netzwerk einloggen. Wahrscheinlich sendet Venus irgendwelche Störsignale. Aber mit dem Ersatzteil, das du uns gebracht hast, können wir die Leistung der Maschine erhöhen. Sobald wir wieder im Netz sind, werden wir weitere Informationen von PC des Team Krypto beschaffen. Die wissen aber echt extrem gut Bescheid. Ich hoffe, die können uns auch benachrichtigen, wenn die was Neues wissen. Oh, Takeru, warte! Verrätst du uns die Nummer deines PDA, dann können wir dich sofort erreichen, wenn wir etwas Wichtiges erfahren. Oh, super. Gerade noch von geredet und schon. Hören sie auch drauf? Sehr cool. Gut. Also allmählich werden wir echt ziemlich gut vernetzt hier. Der Spion, hier ist der Spion. Was? Wollen wir jetzt... Nö, oder? Hä? Wollen wir jetzt ertappt, oder was? Anscheinend nicht. Also zumindest frei bewegen können wir uns noch.
Da, vor dem Aufzug, endlich haben wir ihn! Ein Spion, hier ist ein Spion! Aber vor welchem Aufzug bitte? Ich hatte schon gedacht, ihr seid die Spione, aber lag ich wohl falsch. Wir sind anscheinend nicht gemeint, okay? Aber wer denn dann? Hey, loslassen, lass mich los! Widerstand ist zwecklos, sei still und ergib dich gefälligst! Wer ist das? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist er etwa auch ein Spion? So, und jetzt wartest du schon hier. Ich glaube und vermute mal, wir müssen den retten. Wenn irgendwie möglich. Lass uns rein, aber es geht nicht. Lass uns mal bitte rein hier. Wer seid ihr, Touristen? Hier gibt's nichts zu sehen. Los, verschwindet! Moment mal, ihr seid doch nicht aus der Stadt, oder? Ihr seid gekommen, um euren Spießgesellen zu befreien. Kann man so sagen, ja? Liebe Golga. Die Golga bekämpfen mit Lidian und Volbeat. Ich finde einfach den Namen immer noch zu klasse, ey. Ich kenne wirklich keinen einzigen. Oder fast keinen einzigen. Schon auf jeden Fall sehr speziell hier. Gut, Moment hier mal. Oh, ein Krypto-Pokémon. Lidian. Möchte ich nicht unbedingt haben im Team, aber wir sollten trotzdem probieren, es auf jeden Fall zu fangen. Das war erstmal ein Feuersturm, sehr effektiv und dürfte natürlich reichen. Das war ein Volltreffer für Volbeat. Als nächstes ein Weberack. Das dürfte auch ziemlich gar kein Problem sein. Erstmal probieren wir jetzt mal hier Lidian nicht down zu bekommen. Es ist ein Volltreffer, aber zum Glück. Es ist verwirrt. Das ist nicht so schön. Bitte hau dich nicht selber jetzt. Zum Glück. So. Dann würde ich mal sagen, Konfusion auf Weberack. Und wir probieren aus, es zu fangen mit einem Hyperball. Das wird doch wohl reichen, oder? Das muss doch wohl reichen. Ich meine, klar, es ist Level 40 Pokémon, aber ich glaube, die Fangrate dürfte auch nicht so hoch sein. Oh. Hätte ich lieber nichts gesagt, oder? Naja. Immerhin, Weberack ist down. Aber jetzt müssen wir erstmal Obacht geben hier. Okay, Superschall. Das ist, eher weniger toll. Weil jetzt ist nicht nur Lidian verwirrt, auch wir sind das. Aber kann uns auch egal sein. Wir werden einfach wieder einen Ball einsetzen. Und Entei rufen wir einfach. Aus Scherz. So, komm. Aller guten Dinge sind zwei. Manchmal auch drei, manchmal auch vier. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin wirklich enttäuscht vom Hyperball. Okay, komm. Einen Versuch geben wir uns noch. Und wenn das nicht funktioniert, besiegen wir es einfach. Ich vermute mal, alle Krypto-Pokémon kriegen wir eh nicht. Wir haben ja eh schon mal eins tatsächlich übergangen, aus Versehen. So. Jetzt klappt's. Wetten. 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 Natürlich! Einfach überzeugend auftreten, dann klappt das schon. Dieser Spion ist aber stärker als der andere. Tja. Wir haben halt Entei dabei. Und Psyana und Nachtara. Und überhaupt. Freut euch nicht zu früh, der nächste Gegner bin ich. WTF? Jetzt wollen schon direkt hier zwei nacheinander kämpfen. Die Gata will auch noch was abhaben hier vom Kuchen. Ariados und Illumise. Ja, vom Level her sind die wirklich schon ziemlich gut.
Und eventuell oder wahrscheinlich werde ich nach diesem Part tatsächlich schon ein bisschen trainieren gehen. Unsere anderen Pokémon, dass alle so möglichst auf um die Level 40 sind. So, Psystrahl auf Ariados und Feuersturm auf Illumise. So, mal gucken. Natürlich reicht auch hier Feuersturm aus. Um Illumise kalt zu stellen. So, ist auch ein Duflor. Ja, auch da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt mit Entei. Das dürften sogar gleich drei One-Hit-KOs werden. So, nochmal ein Psystrahl und ein Feuersturm. Und adios, würde ich mal sagen. Ganz klarer Sieg. Und ein Level-Up gibt es zum Dank noch dazu. Zumindest für Psyana. Dips, dips. Wie konnten wir nur beide verlieren? Das gibt's doch gar nicht. Gibt's eben doch. Und das nicht so knapp. Diesem Typen sind wir offenbar nicht gewachsen. Aber wie komme ich denn jetzt trotzdem hier rein? Jetzt bin ich verwirrt. Definitiv. Es muss doch irgendeinen Weg geben, oder? Hallo? Oh. Ah, Takero, ich bin es, Slum. Du weißt doch, Slum, der Freund von Grant. Ich habe herausgefunden, dass die Gangster von hier aus Krypto-Pokémon nach Piritus schmuggeln. Dann bin ich hierher gekommen und dann, naja. Aber dafür habe ich den Wachen hier das abnehmen können. Nimm es ruhig. Sehr cool, die Air-Disc. Ich glaube, das ist hier in Orkus ein ziemlich wichtiges Item. Da treffen wir also den Slum wieder und er hat sogar ein Item für uns. Das lohnt sich doch mal auf jeden Fall. So, ich hoffe, ihr lasst uns das hier durch. Vor dem Aufzug, endlich haben wir ihn. Alles klar, die haben gar nicht gemerkt, dass wir auch ein Eindringling sind. Aber gut, damit können wir leben. So, was ist das für ein Gerät überhaupt? Bitte die UFO-Disc auswählen. Ah, okay, hier können wir wahrscheinlich die V- und die R-Disc einsetzen. Die R-Disc haben wir gerade eben bekommen. Nehmen wir mal zuerst die V-Disc. Verwendet die V-Disc und transportbereit. Kurs vorne. Okay. Da wird uns die R-Disc wahrscheinlich nach rechts bringen. Also wieder mal so eine 50-50 Entscheidung, was wir zuerst machen sollen. Der Weg hier sieht aus wie der richtige, der uns zum Kolosseum führt. Na, mal schauen. Waifu, wo meine Fahn, wo Fede ist, wo finden meine Fähne? Meint er eine Zahnprothese? Wahrscheinlich schon, oder? Aber die haben wir nicht gesehen, auf jeden Fall. Willkommen im Kräuterladen, dem Heim wirkungsvoller und preiswerter Medizin. Okay. Boah, Vitalkraut ist alles ziemlich teuer hier. Auf jeden Fall etwas teurer als die normale Medizin, würde ich mal sagen. Oder? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ich denke mal, ein Beleber ist günstiger als 2,8, oder? Wir schauen mal nach. Jedenfalls merken wir uns zur Not, dass hier dieser Vitalladen ist. Der Kräuterladen, wo wir eventuell ein paar Kräuter einkaufen können. Jetzt aber dann erstmal hier wohl hinein ins Kolosseum, wie es aussieht. Ja, definitiv. Das ist ein Kolosseum. Ich selbst habe ja noch nie an einem Turnier im Kolosseum teilgenommen, aber die Preise sollen sehr interessant sein. Ich werde ganz aufgeregt, wenn ich mir vorstelle, welche Krypto-Pokémon man da bekommen kann. Was für ein Skandal, in dieser Stadt verteilen sie ganz offen Krypto-Pokémon. Tja, nicht nur hier, aber eben auch hier. Sag mal, Kumpel, glaubst du, dass du dem ganzen Gerede von Spionen in Orkus etwas dran ist? Ja, vielleicht. Wirklich? Na, keine Sorge, mein Makuhita wird sie gründlich vermöbeln. Ach, wie süß. Hita, Hita! Ja, echt knuffig. So, jetzt würde ich mal sagen, können wir ganz schnell hier unsere Pokémon erstmal wieder auf Vordermann bringen.
Und dann überlege ich, lohnt es sich noch, jetzt am Turnier hier teilzunehmen? Können wir das überhaupt schon? Mal gucken. Willkommen im Kolosseum Orkus. Eben hat ein Turnier geendet. Die Anmeldung zum nächsten Turnier beginnt, sobald Madame Venus dem Sieger seinen Preis übergeben hat. Okay. Also können wir noch nicht hier starten. Schauen wir uns dann mal. Oh. Was haben wir hier denn? Hey, ihr wollt ein Autogramm von mir, dem Sieger des Kolosseums? Der hat anscheinend gewonnen und bekommt wahrscheinlich dann gleich das Krypto-Pokémon. Aber nein, ich will ganz bestimmt kein Autogramm haben von dir. Mit Sicherheit nicht. Mann, mehr haben wir hier auch augenscheinlich jetzt nicht. Nö. Nicht wirklich. Komisch. Also im Kolosseum können wir wahrscheinlich echt noch gar nichts machen. Dann müssen wir wahrscheinlich dann doch diese Air-Disc oder wie sie heißt, einsetzen. Moment, können wir hier vielleicht? Ah, okay, wir können jetzt tatsächlich so einen Aufzug benutzen, der uns wahrscheinlich dann wohl aufs Dach bringt. Aufs Dach vom Kolosseum. Okay, der Ausgang von Orkus. Unterirdische Stadt der Gesetzlosen, die von den Gangstern des Team Krypto kontrolliert wird. Okay. Jetzt ist nur die Frage, nehmen wir die Air-Disc oder müssen wir jetzt doch woanders hingehen? Wahrscheinlich ist es doch nur ein einfacher Ausgang gewesen. Aber was ist hiermit eigentlich, mit dem geheimnisvollen Labor? Ich vermute mal, hier können wir trotzdem noch nicht weiter, oder? Ne, wahrscheinlich nicht, aber. Moment. Moment. Okay, die Kiste können wir nicht öffnen. Das ist dann sehr bitter. Naja, gut. War anscheinend eine Fehlentscheidung. Wie auch zu erwarten. Aber trotzdem, ganz cool. Jetzt haben wir zumindest den schnellen Eingang in die Stadt gefunden und müssen nicht durch Piritus gehen. Ist ja auch schon mal ganz nice. Aber dann würde ich auch mal sagen, sollten wir wahrscheinlich dann doch echt diese Air-Disc einsetzen. Aber ich würde dann beinahe schon sagen, dass es das dann gewesen sein sollte hier für diese Aufnahmesession. Ja, wir haben wieder mal einiges geschafft. Und beim nächsten Mal werde ich dann auch schon einige Level trainiert haben. Zumindest unsere Kollegen Ampharos, Mantax und auch Impagator, auch noch Tara, sollten dann doch nochmal ein paar Level trainiert werden. Denn, ja, die meisten unserer Gegner haben schon um die Level 40. Da müssen wir echt noch ein bisschen was machen. Das machen wir auch auf jeden Fall. Das dann aber auch im nächsten Part. Ja, dann geht's ja weiter. Eventuell werde ich dann auch schon ein bisschen, noch ein paar Krypto-Pokémon auch trainieren. Zum Beispiel Capoeira kann ich mir auch noch gut vorstellen. Aber das werde ich mal sehen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Trainieren werde ich eventuell, noch in Piritus, wieder bei den Trainern, wo ich schon mal trainiert habe. Oder auch nochmal hier im D-Queen-Versteck. Da gibt's ja auch wieder ein paar Trainer. Denn die wollen alle wieder kämpfen. Ja. Ich meine, ist ja auch logisch, denn sonst könnte man ja gar nicht trainieren, nicht wahr? Gut. Das soll es dann jedenfalls gewesen sein hier für diese Aufnahmesession. Beim nächsten Mal dann weiter hier. Dann ein bisschen gestärkt auf jeden Fall. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht es gut. Und ciao.